Ich meine, ja, sie war verdammt heiß. Und hat einen auch schwer zu haben gemacht. Ich habe ihre Freundin geknallt. Nimm mal einen Kaugummi, du stinkst nach Alkohol. Willst du nicht mal deine Fotos ausstellen? Ich habe Zeit. Was ist Monolo-Realität? Neigung zur Risikoabwehr, Angst vor Enttäuschung und einer bestimmten Wertorientierung entsteht eine einseitige Kaufloyalität zu einem Produkt. Und wie kann sie geändert werden? Wenn der loyale Nachfrager mit seinem Produkt unzufrieden wird, zum Beispiel durch das soziale Umfeld und oder Änderung der eigenen Ansprüche, Bitch. Das ist doch frustrierend, weißt du was? In der Schule warst du nie so ein Streber. Ich kann auch nichts dafür, dass die Scheiße mich langweilt. Ja, genau. Und jetzt drehst du einfach am Kopf. Nein, die Hand runter, die Hand runter. Nichts passiert. Ach so, nee, danke. Oh, verdammt, Entschuldigung, hab ich vergessen. Ein bisschen neidisch bin ich ja schon. Ich hab Danny bald so weit, dass er Fotos von mir macht. So tolle, wie er von dir gemacht hat. Aber natürlich keine Nacktfotos oder so. Was, die hat er dir gezeigt? Ja. Jetzt komm, du siehst so heiß aus. Muss sie echt nicht peinlich sein. Das hat er auch immer gesagt. Du siehst nackt so toll aus und damit hat er mich immer rumgekriegt. Naja, das sagen sie Adam und dann lässt du sie an deine Mumu. Mhm. Seid ihr Erdbeerkuchen? Du hast Erdbeerkuchen? Yes! Voll geil. Mit Sahne. Sieht man eigentlich schon was? Na. Ganz ehrlich, Kirsten, kannst du ja für die Verantwortung übernehmen, wenn du es ihm sagst. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich es ihm überhaupt sage. Du musst es ihm irgendwann sagen. Ich weiß auch nicht. Ist er denn überhaupt bereit dafür? Ja. Doch, ich glaube, jeder ist soweit, wenn er erstmal in der Situation ist. Du hast dann ja auch gar keine andere Wahl mehr. Das kommt schon von alleine. Nee, also ich weiß nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass da so ein Ding unten drin ist, nee. Das ist doch voll schön. Nee, sorry. Ja, es könnte so schön sein, wenn es nicht alles so kompliziert wäre. Aber hey, komm, so geht's auch ohne Mann. Okay. Ohne Mann. Okay. Wenn du nur dieses eine Leben hast, was willst du tun mit dem Rest deiner Zeit? Danny ist hier. Das letzte Mal, als er hier war, haben Susu und ich gerade unser Abi gemacht. Das ist ewig her. Susu schaut dich noch genauso an wie früher. Ich habe mit keinem so glücklich wie mit dir. Ich will mehr als ein Haus und Nachbarn und Kleinwagen, Schrebergarten, diesen ganzen Quatsch. Ich will... Was willst du denn? Ich will tiefere Spuren hinterlassen. Das Leben kann so kurz sein, das wissen wir beide doch am besten. Ich will mein Leben leben. Das will ich doch auch. Mit dir.